Moinsen, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht, ja, was ist hier los, Alter? Wieso sieht das Dorf so anders aus? Da wundert ihr euch zurecht. Und zwar musste ich nochmal neu starten. Ich habe nämlich ein Tutorial dazu auch gemacht, in dem ich das erwähnt habe. Jo, nerv mich, ist klar. Und zwar ist das Problem gewesen, dass ich auf dem Handy mich einloggen wollte in das Spiel, um zwischendurch vielleicht schon mal ein bisschen vorzuzocken. Und dann habe ich mich mit dem Play Store verbunden, weil ich dachte, da wäre auch der andere Account mit verbunden. Und Pustekuchen, war der andere Account nicht mit verbunden. Und als ich am PC war, mit diesem Account hier, mit dem Play Store verbinden wollte, hat er mir nur die Möglichkeit gegeben, diesen Account hier zu überschreiben und mit dem Play Store Account den ich auf dem Handy benutzt habe, zu ersetzen. So, jetzt habe ich auf beiden, also sowohl auf dem PC als auch auf dem Handy, den ein und denselben Play Store Account. Das heißt, ich kann ja zwischendurch weiterspielen, aber musste halt nochmal neu von vorne anfangen. Deswegen sieht das hier jetzt auch ein bisschen anders aus und ich bin schon ein bisschen weiter. Das wird öfters mal vorkommen, dass ich halt schon mal ein bisschen vorweg spiele, ne? Genau, nervt mich einfach hier. Und ja, Fakt ist, ich habe jetzt mein, ich habe wieder ordentlich was an Dingern hier zu ernten. Ich habe hier auch das Rathaus schon auf Stufe 3. Wir können schon, wie heißen die Dinger überhaupt? Truppen ausbilden. Wir können schon Information, den Riesen erschaffen. Also wir haben davon sogar hier 4 stehen. Wir werden auch gleich den nächsten Kampf machen. Ich glaube, hier bei den Angriffen bin ich nur einen weiter, als wir waren in unserer letzten Folge. Also rohe Gewalt. Vorher waren wir, glaube ich, Rattental. Wir haben alles mit 3 Sternen. Also ich habe es jetzt besser geschafft als beim letzten Mal. Und ja, ich habe dann außerdem noch die Kanonen auf Stufe 2 gebracht. Und das war es im Groben und Ganzen auch schon. Ich habe auf jeden Fall, das Goldlager und das Elixierlager. Die habe ich beide erhöht schon mal, ne? Also hier haben wir Stufe 4, hier haben wir Stufe 3. Also da passt jetzt schon ordentlich was rein. Ihr seht das auch hier, wie wenig nur belegt ist, obwohl da schon 5000 drin ist. Und ich habe noch ein zweites gemacht. Ein zweites Goldlager und ein zweites Elixierlager. Außerdem habe ich ja jetzt 2 Kanonen. Ich hatte vorher immer nur eine. Und das müsste es jetzt aber auch wirklich im Groben und Ganzen gewesen sein. Und die Riesen habe ich selbst noch nicht ausprobiert im Kampf. Ich hoffe, dass die hier zum Sieg führen. Ich habe nämlich das schon einmal probiert hier in dieser Map und das hat nicht geklappt. Allerdings ohne die Riesen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Riesen so reinhauen, dass das jetzt was wird. So, zack. Wir hauen die rein. Zack. Hier auf der anderen Seite auch. 2 Riesen. Plus Unterstützung. Hier drüben gibt es auch jetzt ein bisschen Unterstützung für die Riesen. Ein bisschen. Ja, das sieht nicht gut aus. Außer die kriegen die Kanone jetzt rechtzeitig kaputt. Kriegen sie aber nicht. Sobald die Kanonen weg haben, ist alles gut. Haben sie. Ja gut. Dann dürfte das eigentlich klappen. Sofern hier nicht noch irgendwelche Bomben versteckt sind, sollte das der Sieg sein. Also die Riesen haben schon ganz gut durchgehalten gegen die Level 2 Kanonen. Wäre aber schön gewesen, wenn ich noch ein paar Riesen mehr gehabt hätte. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber bei der nächsten Map werden wir Riesen ohne Ende haben, weil ich habe schon welche nachproduziert. Also da können wir dann könnt ihr dann auch von noch mehr Riesen ausgehen. Ich werde auch gleich mit den 10.000, da wollte ich, also ich habe ja 10.000 hier, da wollte ich irgendwas, wollte ich speziell ausbauen. Guck mal, da kommen schon die Riesen anmarschiert. Zack, 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 zack. Hier wird erstmal alles eingesammelt. Und ich wollte, genau, ich wollte nämlich das Armeelager wollte ich weiter ausbauen. Hier, das hier können wir irgendwann nochmal ausbauen. Und hier, das hier möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ausbauen. Und das machen wir jetzt auch direkt, weil ich denke, ein großes Armeelager ist auf jeden Fall wichtig. Und wir können hier, wir hauen uns jetzt mal wieder den Schub rein, damit wir schnelle Einheiten herstellen können.
Und was werden wir als nächstes herstellen? Ich würde sagen, machen wir mal 4 davon. Dann haben wir noch hier. Zack. Ja, haben wir alles verbraucht. So. So passt das doch. Und dann gehen wir nämlich schon zum nächsten Angriff über. Ich hoffe, nur mit Riesen kriegt man das überhaupt richtig hin. Ich hoffe. Koboldstadt. Boah, das sind alles Level 2er Kanonen, ne? Holy shit. Das wird nix. Mal, wie lange die brauchen, um den Wall alleine wegzukriegen. Da sind die schon voll im Arsch. Naja, das kannst du vergessen. Ich weiß allgemein gar nicht, wie das was werden soll. Kampf beenden. Okay. So, ich glaube, was wir alternativ machen können, ist, wir können andere Dörfer ausrauben oder angreifen. Kampf finden. Angriff mit Schild. Angriffskosten 3. Du kannst jederzeit einen Kampf finden, aber deine Schilddauer nimmt ab, wenn du angreifst. Wenn der Angriff mehr als die Restdauer kostet, wird das Schild entfernt. Was haben wir denn für eine Schilddauer? 2 Tage und 5 Stunden. Und sind erstmal sicher, ruh dich aus oder greif an. Ich glaube, das Schild sollten wir auf jeden Fall nicht aufgeben, weil ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das haben. Das ist nämlich dafür da, dass wir uns erstmal aufbauen können. Weil wir halt am Anfang sind. Was, wenn ich jetzt aber nochmal hier, meinetwegen, gehe jetzt nochmal hier rein. Maginot-Linie. Zack. Kann ich jetzt hier nochmal. Kann ich jetzt hier nochmal die Kohle abgreifen? Nein. Das sehe ich doch hier schon. Da ist doch leer. Oh Mann, die Riesen sind doch scheiße. Haut das den Riesen weg? Nö. Aber bringt halt auch keine Kohle. Jo. Das ist natürlich nicht so schön. So, nehmt euch mal die Base vor. Was mich hier bei dem Spiel noch so ein bisschen stört, ist, ich finde, doppelte Geschwindigkeit könnte man ruhig mal machen. Wisst ihr, was ich meine? Oh shit, jetzt habe ich den letzten auch noch ausgespielt. Den wollte ich eigentlich gar nicht ausspielen. Leute. Gucken, ob ich irgendwas auch anklicken kann. Vielleicht, dass man irgendwie noch was anderes ernten kann oder so, wenn man irgendwo angreift, als nur das, was da zu holen ist. Weil wenn ich jetzt nichts mehr holen kann, dann bin ich ja jetzt komplett angewiesen auf das, was ich so kriege. Das ist ja scheiße, Alter. Naja. Man merkt auf jeden Fall, wie schlecht die im Angriff sind. Die halten zwar viel durch, aber im Endeffekt musst du einen vorschicken und dann lässt du den Rest von den normalen Kriegern machen. Nur einer als Kanon, der als Kanonenfutter dient. Und den Rest sollten dann die normalen Krieger machen. Ich weiß gar nicht, wie werden die genannt? Weil jetzt bin ich gespannt, kriegen wir irgendeine Belohnung? Gar nichts. Danke! Danke. Das ist natürlich wunderschön. Sind wir auch schön pleite. So, jetzt haben wir hier Belohnung, Goldjagd. Nochmal 10 Münzen bekommen. 5 Münzen bekommen. So. Hier, das haben wir auch erst auf Stufe. Ja, aber ich kann es jetzt auch nicht weiterentwickeln, weil ich halt nichts habe. So, zack, zack, zack. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Kohle hier. Elixierlager Stufe. Huch. Das Stufe 2 Elixierlager sollten wir auf jeden Fall nochmal auf Stufe 3 bringen. Ach komm, Alter. Wir brauchen einfach nochmal ein paar Münzen da, um nochmal ein bisschen auf den Putz.
Hier brauchen wir vor allem richtig viel Gold. Aber das passt, glaube ich. Müsste. Ja, das passt. Warte mal, wie kann man nicht gar nicht da. Maximal 23.500. Das heißt, nein, das passt nicht. Ich brauche noch ein größeres, ein verbessertes Goldlager. Sammeln. Och, da ist viel zu wenig drin. Kann ich noch irgendwie anders an Kohle rankommen? Ich meine, das schaffe ich nicht da. Scheiße. Irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen wieder warten. Warten, bis wir das nächste Mal ernten können. Weil ich alles jetzt für Einheiten investiert habe, aber Einheiten jetzt gerade gar nicht gebrauchen kann. Das ist ärgerlich. Äußerst ärgerlich. Haben wir hier noch irgendwas? 50 können wir haben. Armee bearbeiten. Auf jeden Fall, was viele von euch gefragt hatten, ist, ob ich nicht einen Clan gründen könnte. Und ja, ich werde einen Clan gründen. Ich habe jetzt ja auch herausgefunden, wie es geht. Und zwar muss man hier, das hier ist die Clanburg und die muss man reparieren oder wieder aufbauen. Wenn man die wieder aufbaut, dann kann man einen Clan gründen. Clans freischalten. Tritt einem Clan bei, um neue Verbündete zu finden, Verstärkung zu erhalten und an Clankriegen teilzunehmen. Gründe deinen eigenen Clan, um mit Freunden zu spielen, neue Mitglieder zu gewinnen und deine Spuren im Reich zu hinterlassen. Also, ich werde auf jeden Fall einen Clan gründen. Ihr könnt schon mal mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Also hier ist diese Abkürzung, keine Ahnung. Hashtag 9U8GUVRUU. So, und darüber müsstet ihr mir irgendwie, glaube ich, eine Anfrage schicken können. Ich glaub, vermute mal hier drüber. Freunde. Spieler suchen. Darüber, ne? Hier, zack, Hashtag irgendwie die Scheiße eingeben und dann werdet ihr mich schon finden und dann könnt ihr mir eine Anfrage schicken. Und ja, das war's im Groben und Ganzen auch erstmal. Wir müssen jetzt erstmal wieder warten, bis wir hier genug Gödelkram haben, um die Clanburg dann auch zu bauen. Und dann könnt ihr euch mir anschließen und ich glaube, dann können wir uns auch gegenseitig irgendwie Einheiten und so einen Kram schicken. Habe ich irgendwie gelesen oder so. Ich glaube, so eine komischen Magier. Wahrscheinlich die Magier, die man auch beim Anfang im Quest hatte. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal und schließt euch mir an. Also ihr könnt schon mal eine Freundschaftsanfrage machen. Alle, die mir jetzt eine Freundschaftsanfrage schicken, die werde ich auch im Endeffekt mit in den Clan reinholen. Von dem her, wir sehen uns.